Alohomora! Na gut, dann müssen wir wohl auf die althergebrachte Muggel-Variante ran. Oh oh. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Der neue Harry Potter-Film kommt ja ins Kino und ich bin mega aufgeregt und deswegen gibt es mal wieder ein Harry Potter-Gericht. Wir machen Kürbispastete. Dafür brauchen wir Fertigpizzateig, Currypulver, Gouda, eine Knoblauchzehe und einen Hokkaido-Kürbis. Und ja, es heißt Hokkaido. Ich habe meine Japanischlehrerin gefragt. Als erstes bearbeiten wir diesen Kürbis. Das Coole daran ist, die muss man nicht schälen, sondern einfach nur zerhacken. Wir schneiden erstmal seinen kleinen Kopf ab und dann den Kürbispo. Und jetzt in der Mitte teilen. Ich habe vorher nach einem Kürbis-Zerteilungs-Zauberspruch gefragt, aber es gibt leider keinen. Nächstes Mal beschwöre ich mir eine Kettensäge. Jetzt löffeln wir die ganzen Kürbisinnereien raus. Wenn hier drin jetzt noch so ein paar Fädchen sind, ist es egal. Das wird am Ende eh zermatscht. Und jetzt schneiden wir das Ganze in so 2-3 cm breite Spalten und danach wird gewürfelt. Es ist wie ein kleiner Torbogen, wo kleine Zwerge durch können. Alles klein gehakt. Jetzt holt ihr euch eine Auflaufform und schmeißt das alles da rein. Jetzt holt ihr euch den Knoblauch, einmal schälen und ganz klein hacken. Wenn das Ganze klein ist, hier drüber verteilen. Und jetzt kommen 3 Esslöffel Olivenöl drüber, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Und dann ordentlich vermengen. Das ist irgendwie ein schönes Geräusch, finde ich. Die kommen jetzt für 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und währenddessen poliere ich schon mal meinen Besen fürs nächste Quidditch-Spiel. Der Kürbis ist fertig, den holen wir mal raus. Ja. Daraus machen wir jetzt leckeres Mousse. Dafür holen wir uns mal eine Schüssel und einen Pürierstab. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und in der Zeit können wir schon mal unseren Teig ausstechen. Ich habe hier so fertigen Pizzateig geholt. Man kann natürlich auch Teig selber machen, wie ihr möchtet. Ich habe immer das Gefühl, als würde ich so ein Dürüm zurückrollen. Der ist jetzt leider noch ein bisschen zu dick, deswegen bemehlen wir mal die Arbeitsfläche und rollen den noch ein bisschen aus. Ist auch immer gut, ein bisschen das Nudelholz einzumehlen und dann auf geht's. Der sollte so ungefähr 3 mm dick sein, dann ist es gut. Jetzt holt ihr euch so einen runden Ausstecher. Man kann auch ein großes Glas oder eine kleine Schüssel nehmen. Alles kein Problem. Und ein Backblech mit einem Stück Backpapier drauf. Und nun einfach ausstechen. Auf so gefüllte Teigtaschen ist irgendwie jede Nation der Welt gekommen, oder? Egal in welchem Land man ist, so gefüllte Teigsachen gibt es immer. Den Teig kann man natürlich dann wieder zusammenrollen, wieder ausrollen, zusammenrollen, wieder ausrollen, bis irgendwann keiner mehr da ist und man nur noch so ein ganz kleines Baby-Ding hat. Der kommt erstmal zur Seite für später. Jetzt holt ihr nochmal eure ein wenig abgekühlte Kürbismasse und macht noch einen halben Teelöffel Curry rein. Und 100 Gramm Gouda. Rein da. Und jetzt wird befüllt. Ja, so ein halber bis dreiviertel Esslöffel und dann klappt man das einfach so rüber und deckt es zu. Und dann holt man sich eine Gabel und drückt das so fest. Tada! Sieht jetzt schon schick aus. Ich liebe das, wie das aussieht, wenn man den Rand mit so Gabelsachen macht und so. Ah, auch bei Pies. Und der letzte. Jetzt holt ihr euch ein kleines Schälchen, macht da ein bisschen Olivenöl rein, dann werden die noch bestrichen und dann ab in den Ofen. Mit dem Olivenöl wird es jetzt eher so ein bisschen knusprig. Wer es aber eher glänzend haben will, kann ein Ei verquirlen und das einfach aufmachen. Die kommen jetzt für circa 15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen.
die Kürbispasteten sind fertig. Sie sind nicht verbrannt und das ganz ohne Zauberei. Oh, guck mal, wie schön die geworden sind. Na perfekt, dann können wir jetzt ja kosten. Zack. Sehr lecker. Ich liebe ja so Pies und Pastries und dieser süße Kürbis da drin. Aber dieses bisschen Herzhafte durch den Knoblauch, sehr, sehr lecker. Und man kann es dann am nächsten Tag auch kalt mit zur Schule oder zur Arbeit nehmen. Ist noch garantiert genauso lecker. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Schickt mir gerne ein Foto unter dem Hashtag YamTamTam. Hier oben gibt es noch ein Harry Potter Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!